Ja, also, das mit den Kombos, hier wird gerade auch im Chat drüber sich unterhalten, wie das mit den Kombos ist. Das Problem ist, dass ich mit dem Magier bzw. mit dem Heiler gar nicht mehr als 4 Kombos hinbekomme, weil einfach alles entweder Cooldown-Zeit hat oder alles hat Cast-Zeit. Und Kombos ist ja innerhalb von 3 Sekunden den nächsten Skill rauszuhauen. Ja, und das ist dann bei vielen Sachen einfach, das geht einfach nicht. Thunderclap hat im Cast-Zeit 4,5 Sekunden, ja. Es gehen nur ein paar Sachen, ja. Hier ist zum Beispiel auch der Cast-Zeit 1,5 Sekunden. Es ist schwer, eine große Combo hinzukriegen. Deswegen ist das kein richtiges Combo-Gameplay. Und deswegen sagt man ja auch in diesen ganzen Werbedingern, dass es fluid ist, also flüssig. Ja, also dass die Skills ineinander übergehen, aber das ist nicht wirklich dieses Combo-Dingen. Kabal 1 war auch damals wesentlich schneller, weil man einfach den ganzen Scheiß rausgeknallt hat, ja, und dann hat man geguckt, was kann man als nächstes benutzen. Hier ist es halt einfach so, wenn du zum Beispiel hier irgendwas benutzt hast, wie diesen Flash-Slash, dann benutzt du natürlich auch danach das Ding. Das heißt, ich hau hier zum Beispiel 4-mal auf Lightning Energy, ja, also Flash-Slash, dann Lightning-Slash, dann Flash-Stab und dann Mannequin-Cut, ja, ist schon wirklich, also das ist dann, das nennen die dann Combo, nur weil du dann halt anstatt einmal 4-mal auf das Ding knallst, ja, aber du kommst dann halt auch nicht zum nächsten Skill, das gibt dann 4-fach Combo und dann nimmst du den nächsten, der hat Cast-Zeit 1 Sekunde, das heißt, die Combo bricht wieder ab, ja, also es ist ganz schwer, das in eine Combo unterzubringen. So. Täglich gibt es auch einen Login-Reward. Ich kann euch noch sagen, was es dafür gibt. Boost-Punkte, ich habe keine Ahnung. Nein, doch. Natürlich habe ich Ahnung davon. Conquest-Punkte geben auf jeden Fall, wenn man davon 30.000 hat, einen Stats-Reset-Punkt. So ein Becket kannst du kaufen, dafür einlösen, dann kannst du deine Stats resetten, die auf C irgendwo hier unten sind. Da. Dann kann man die hier resetten und neu verteilen. Die Honor-Punkte habe ich noch keinen Schrein für gefunden, aber die Abyss-Punkte geben unter anderem verschiedene Equip-Sachen, so wie die Steine. Wo sind die? Die sind hier. Hier unten die Gems, die kriegt man dafür. Und die verstärken die charakterspezifischen Eigenschaften. Mehr habe ich auch noch nicht herausgefunden. Ja, hier unten gibt es auch noch Capsule. Diese Capsule-Dinger, die kriegt man auch später im Quest. Mit Level 17 kriegt man in der ersten Quest 50 Capsule-Dinger und die Capsule aktivieren sich pro Skill oder pro Angriff einmal und erhöhen dann den Schaden um X. Also im Endeffekt ersetzt eine zweite Waffe an oder einen Buff. So wie den Scheiß hier oben. Ja, ja der Blade Master hier, der, ja, Blade Master mit Sicherheit, der Force Blader hat auch verschiedene Buffs. Unter anderem hat der hier einen Awaked Will, der Crit von der Gruppe und von sich selbst erhöht. Und auch noch eigene Crit-Rate in Höhe von dunkler Energie hinzugefügt. Also hier steht Adding Dark Energy to the Ende. Leider steht hier nirgendwo irgendwas dabei und daher kann ich auch kaum was sagen. Unter anderem gibt es auch ein paar Bugs, so wie hier zum Beispiel steht drauf, der Dingen würde 26.000 Damage machen. Unter anderem heilt der Heal-Trank auch mal eben locker 11.000 oder 80.000. Dasselbe hat der Heiler mit einem Dot. Der Dot macht 20k Damage, aber das macht er nicht. Und da ist irgendwie der Multiplikator auf 10 gesetzt worden oder so, weil das irgendwie, ja, das sieht so aus, aber das stimmt nicht. Ja, wenn man auf Full Crit geht mit seinem Bald, kann ich dazu sagen, dass hier auf jeden Fall, zum Beispiel, ich habe das hier bei dem, ich habe das bei dem Heiler und so. Und wenn man dann 10 Skills castet oder 10 Angriffe macht, ist die Chance ungefähr bei 50%. Rein durch dieses Draufknallen und halt das Random Equipped. Ja, ist halt nicht überall Crit drauf, aber halt, ne? 50% Chance sind das ungefähr. Ist ganz nett, weniger geht dann auch gar nicht. Also geht entweder nur Full Crit oder du gehst auf All Attack. All Attack gibt aber nur 2 Angriff oder Healing gibt nur 2 Angriff. Und das ist ein bisschen wenig. Also hätte ich jetzt die 45 Punkte da drauf, würde ich 100 mehr heilen, beim Heiler zum Beispiel. Aber wenn ich einen 500er Heal habe, ist bei Crit 50% Heal 750. Somit hole ich aus der Healing Power das Doppelte raus. Nach Möglichkeit geht man dann auf einen kompletten Crit-Wild, dann heilt man halt immer in Crit, macht aber auch Crit Damage. Somit wäre das, als würde ich ja All Attack plus Heal Power Skill, ja. Somit verdoppeln sich bei dem Healer die Punkte durch den Crit, weil halt der Heal auch critten kann. Das ist eine sehr schöne Sache, dass das hier noch drin ist. Ja,
Ja, das ist ja hier beim Conquest-Punkte, da kann man auch Equipped-Kisten für holen. Das würde ich nicht machen, das ist alles noch Beta, da kommt wahrscheinlich nur Scheiß raus. Unter anderem kann man seine blauen und grünen Sachen auch kaufen bis Level, ich habe keine Ahnung. Und daher braucht man auch seine blauen Sachen nicht wirklich für viel Geld in die Auktionshalle stellen, so wie manche für 300.000. Ja, ich habe hier ein kleines Pet. Das Pet habe ich nicht aus einer Kiste bekommen, sondern das habe ich vom Boss persönlich gelootet. Manche Leute sagen, es gibt eine Kiste im ersten Dungeon und wahrscheinlich dann auch in den anderen. Ich habe die Kiste bis jetzt noch nicht bekommen, habe über 20, ich habe 30 oder 40 Mal habe ich den Dungeon gemacht. Ja, und halt leider nichts rausbekommen. Unter anderem bekommt man aus dem Dungeon auch hier die Gorgs Hide. Die Gorgs Hide braucht man eben für dieses Pet als Quest. Was hier auch ist in dem Bereich, also hier unten, da bei dem Thema kann man das dann eintauschen. Die Pets über Level 20, also spätere, die man bekommt, also nicht die hier, sondern wahrscheinlich der Fuchs oder so, ich habe keine Ahnung, haben wohl dann auch zusätzlich Stats. Das werden wir uns dann mal später angucken. Man kann den Namen bis jetzt ohne Geldeinwand regelmäßig ändern. Hier, Change Name. Da wird wahrscheinlich später dann auch, entweder kostet das was oder Item Shop oder sowas. Hier sieht man wieder wie im ersten Teil, also 10 verschiedene Skillarten oder so kommen dazu. Unter anderem Mount ist ein Mount. Ich habe keine Ahnung, wie man das später wechseln kann. Ist ja auch nur temporär. Wahrscheinlich kann man das dann rausziehen und ins Inventar legen. Da können wir mal gerade gucken. Ja, so läuft das dann. Dann hat man das im Inventar. Ist nicht handelbar. Das Pet ist auch, wenn es droppt, nicht handelbar. Ja, Ohrringe und Ringe, Kette, Bracelet, das droppt alles sehr selten, ein bisschen rar. Also am Anfang braucht man ein bisschen, bis man das gedroppt hat. Aber wie in meinen anderen Videos gesagt, meldet euch bei mir. Ich habe ja eine eigene Gilde und das Gildenlager ist voll mit so einem Zeug. Ja. Ich kann euch bis Level 15 gerne was schicken, unter anderem Setwaffen, so wie hier. Ich hab Set an bei mir und das gibt dann auch wieder Zusatzpunkte. Ich habe unter anderem auch das erste Set gefunden in Rüstung. Das wird ab Level 19 verfügbar und das 19er Rüstungsset, was ich mit meinem Magier gedroppt habe, das hat dann 5 verschiedene Sachen, unabhängig von der Waffe, so wie es aussieht. Also gibt es 2 verschiedene Sets. Unter anderem gibt es auch Waffen oder Items, die man droppt, die man nicht handeln kann. Die sind dann genauso wie hier diese, aber die heißen dann unchargeable oder sowas. Die kann man dann, ja, die haben dann feste Werte, feste eigene Werte, so wie das Set unten jetzt hier. Ich heiße leider nicht mit dem Zeiger darüber. Ja, auf jeden Fall, ihr seht ja da, dass es in der Mitte Werte hat, die sind immer verschieden bei jedem Item und es gibt bis zu 8 verschiedene Werte oder sowas, ja, und die Max-Werte rauszukriegen ist eine Chance von 3,8 Billionen, also, ja, geht gar nicht. Und unten sind dann halt diese Bonuswerte von dem Set, also unten in der Mitte unter dem blauen und da ist halt bei Nicht-Set-Item, die man nicht handeln kann, die man im Dungeon droppen kann, beim Boss selber oder so, da sind dann feste Werte schon eingepflanzt, die zusätzlich sind, dafür ist es aber nicht handelbar. Also ist schon, ja, ein bisschen tricky. Also es wird wahrscheinlich darauf hin ausgelegt, dass man nachher doch sein eigenes Zeug selber farmen geht, damit man eben noch bessere Sachen hat als die handelbaren Set-Sachen. Also ich bin mal gespannt, ob es das auch als Set gibt. Ich habe es halt jetzt bis jetzt einfach so gefunden gehabt und habe es dann einfach weggeschmissen. So. Erstmal den Mund fusselig geredet. Ich werde gerade gefragt im Chat, ob es verschiedene Server gibt. Nein, das gibt es nicht. Es gibt einen Server. Aber es gibt wohl irgendwo mal ein, oder es gab mal ein Gespräch, wo gesagt wurde, ja, ein zweiter Server ist in Planung, aber nein, den würde man jetzt nicht aufsetzen, weil man dann für diese ganzen Updates in einer, für den zweiten Server, wenn man jetzt zwei Server aufsetzt, hat man doppelt so viele Charaktere, Anmeldekonten und sowas. Wenn dann der eine Server verbuggt ist, kann man den nicht nochmal zurücksetzen. Wenn das jetzt zwei Server sind, hat man halt jedes Mal die doppelte Arbeit, die doppelte Zeitinvestition und deswegen soll das wohl erstmal nicht sein. Aber später soll wohl noch ein zweiter Server hinzugefügt werden. Anders wie andere Leute das machen. Ja, also andere Spieleentwickler haben halt gesagt, komm, wir machen direkt drei Server, haben dann die dreifache Arbeit und kommen dann überhaupt nicht mehr drauf klar. Ja, hier sind wir bei dem Kollegen, der für uns die Sachen anbaut. Ich habe keine Ahnung, warum das so gemacht wurde. Hier kann man die Itemproduktion. Hier baut irgendein kleiner Schlumpf für euch das Zeug ab. Das kriegt man alle 2 Stunden, 10 so eine Dinger, drückt man drauf, Request. Hier steht, ich brauche einen neuen Slot.
Der Slot ist nicht frei. Ich habe keine Ahnung. Es ist wahrscheinlich auch wieder über einen Item-Shop oder die letzten beiden Slots, genauso wie das hier im Inventar ist auch. Da ist... keine Ahnung, wer da das Ding da hinten frei macht. Es ist auch noch überhaupt keine Item-Shop-Werbung oder so. Es ist zwar ein Shop da, aber es ist keine Werbung. Ich finde das eigentlich ganz angenehm. Bei anderen Spielen poppt dann die ganze Zeit so ein Kack auf, ja. Und hier ist es dann halt so, dass es eben nicht so ist, ja. Umsonst Umbenennung, ja. Also ich bin positiv davon, zumindest positiv begeistert. Es gibt auch ein paar schlechte Sachen, die mir ziemlich auf Eier gehen. Aber das hat wahrscheinlich jedes Spiel. Ich werde gerade gefragt, ob man in meine Gilde eintreten kann. Das Problem ist, dass unsere Gilde eine Online-Multigaming-Gilde ist und wir eigentlich 90 Leute ungefähr haben, die in die Gilde kommen könnten. Und daher kann ich die Plätze nicht vorher rausgeben, bevor nicht alle gesagt haben, nee, sie haben keine Lust dazu. Ich weiß doch gar nicht, ich kann ja hier in der Gilde gucken. Und ja, wir sind Level 1. Ich habe keine Ahnung, wann das mal zu leveln ist. Es gibt auch nicht viel einzustellen hier in der Gilde. Ja, Change Instruction, alle lieben Azorana, ja, richtig gut. Ja, hier kann man jetzt halt, was Schönes zum Beispiel, kann man sehen, die Leute sind offline, wann die offline gegangen sind, beziehungsweise wann die das letzte Mal online waren. Maximum 50 User, ja, das wird schon ein bisschen knapp. Wahrscheinlich wird dann später durch das Level bis Level 55 mehr rein können oder so. Werden wir mal schauen. Es gibt aber auch noch keine, ich habe versucht zu gucken, irgendwo Gilden, dass man sieht, welche Gilden es gibt oder so. Also ich habe bis jetzt so noch keine gefunden. Was ist denn das hier? Das geht natürlich auch nicht. Können wir tanzen. Aber so, es gibt auch keinen Gildenkrieg oder sowas. Bis jetzt ist, es gibt noch gar nichts. Also hier oben kommt wahrscheinlich noch was hin, aber ja, ist nicht viel. Was richtig geil ist, muss ich dazu mal sagen, da muss ich ja mal auch mal was Nettes dazu sagen, ist, dass der Lagerplatz des Charakters und der Gilde A an einem Platz sind, ja, und B, schaut euch mal bitte die Größe an, also mein Herz hat gelacht, ja, es gibt drei verschiedene Account, ja, also ähnlich wie bei Metin, man kann alles von Account zu Account drüber schicken, es sei denn gebunden, ja. Das heißt, da habe ich jetzt meine ganzen Steine drin, die ich alle schon gesammelt habe. Man sollte seine Level 10 Steine behalten, denn zwei Level 10er geben ein Level 20er. Ja, und zwei Level 20er geben dann ein Level 30er. Was es unter anderem auch gibt, ist halt das Gildenlager. Und das ist dermaßen groß. Also ich finde das schon cool. In anderen Spielen hat man ein mikro-kleines Ding. Und hier sieht man, ja... Fee, 500.000 Alts, könnte ich ja fast machen, wenn ich es nicht bräuchte. Aber hier steht auch nichts mit Item Shop. Also ich bin, also da muss ich sagen, ja, leck mich am Arsch, alle anderen würden mindestens zwei Fächer davon Item Shop machen, ja, aber hier nicht. Ja, unter anderem kann man hier auch sehen, wer was wie viel oft raus und wieder reingepackt hat. Wie oft die Leute rein und rauspacken dürfen. Ja, und die Fächer sind schön klein gehalten, trotzdem schön, nicht wie in anderen Spielen, zum Beispiel Path of Exile, da hast du dann direkt hier oben so sechs Plätze weg, ja, da hast du eine Axt hingetan und dann brauchst du 10 Plätze und dann denkst du, was, Alter, so 5 Teile rein. Ich hatte in Path of Exile, hatte ich 87 Fächer hier, da konntest du die noch einfärben und umbenennen und so, da bin ich bekloppt geworden, ja, hast ja 87 Seiten, ja. Auf jeden Fall, das hier ist sehr positiv. Hier sieht man noch ein bisschen, was ich an Zeug habe. Hier ist zum Beispiel das eins von den Sets. Das ist aber nicht, glaube ich, nicht das, was ich gedroppt habe, denn bei mir war beides Archer. Aber da sieht man Kopf, Robe, Handschuhe, Schuhe und Belt. Ja, und da sieht man dann auch 5 Teile geben. Critical, Magic, Good Magic, nochmal Critical. Also das ist schon sehr geil gemacht, ja. Von den Set-Werten. Ah, hier ist noch ein Wizard. Oh, war das doch Wizard von mir? Ah, nee. Ach, hier ist noch ein Blade. Oh. Also es gibt auf jeden Fall ordentlich was zu holen. Die sind 21, 19, aber mit 17 schon tragbar. Sehr geil. Ja. Man kann auch einstellen, wer und wo und wann und wie
Unter anderem, warte mal, ich bin gar nicht, ich bin nicht Gildenleader, aber ich kann das hier zeigen. Hier, man kann zum Beispiel verschiedene Ränge hinzuzufügen. Ja, am Anfang hat man drei und ich habe dann gedacht, okay, wir nehmen noch einen Co-Leader, einen Grandmaster, einen Master Member und einen New Girl. Also die Leute, die reinkommen, die sollen sich dann erstmal hocharbeiten. Und da kann man dann auch einstellen, dürfen die drauf zugreifen und nicht nur drauf zugreifen, sondern man kann ja sagen, okay, ich vertraue euch ein bisschen, also dürft ihr dreimal was nehmen. Ja, somit kann jemand zugreifen, wenn man sagt, Alter, hier, pack das mal schnell ins Lager, okay, pack ich rein. Und dann nimmt er das mal eben und dann kann der halt drei Sachen nehmen, ohne dass man dich komplett beklauen kann. Zum Beispiel, ich könnte jetzt 100 Leute einladen und Gildenlager ist leer. Ja, das kenne ich zu Genüge. Ich habe 14 Jahre lang Online-Erfahrung und dann ist dann einfach, wo du sagst, weißt du was, Leute, nee. Ja. Und das eigene Lager haben wir auch, das ist dann auch riesengroß und das hat dann auch wieder so viele Fächer und hier ist, ja, darf ich nicht. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ach, hier kann man dann auch noch das Lager verschließen. Das ist natürlich auch schön. Sortieren. Ja. Alles, was das Herz begehrt. Jetzt packen wir mal hier das Teil. Nö. Das ist im Standardlager gelandet. Da muss dann immer vorher erst schließen. Das ist zum Beispiel was ich gemerkt habe. Wenn ich das vorher aufgemacht habe, spreche den an. Sieht man es nicht mehr, das ist aber noch dahinter. Ey, wo packt der das denn ständig hin? Ja, lag alles in meinem eigenen Spind. So, kann ich das reinpacken? Schön auch mit Rechtsklick rein, raus. Das kann ich nicht. Ne, das kann ich nicht handeln, weil ich schon mal benutzt habe. Sachen, die man kauft, wie Waffen, könnt ihr 2 Stunden lang zum vollen Kaufpreis zurückgeben. Sachen, die man zum Beispiel beim Waffenhändler kaufen kann, sind auch blau. Ja, das heißt, die haben auch schon gute Werte. Und die haben dann einen Timer dran und die könnt ihr zum vollen Preis zurückgeben. Das heißt, wenn ihr anfangt zu spielen, dann ballert euch direkt auf Level 30 und kauft euch einfach alles. Ja, dann guckt immer auf die Uhr, ah, jetzt muss ich gleich wieder verkaufen, vertickt es, kauft es euch neu. So, was habe ich denn hier? 26 Dinger da. Ja, muss ja anfangen, Zeug auseinanderzunehmen. Man muss, um zu craften, muss man sein Zeug auseinandernehmen. Und dann kann man daraus halt neue Sachen bauen. Hier auf P könnte ich jetzt zum Beispiel Level 10 Schwerter bauen. Irgendwo hier, da. Genau. Force Shielder und Warrior. Ja. Ich weiß nicht, wie die Sachen hinzukommen. Also die Rezepte ist, ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe. Echt, ich hab hier so ein Rezeptdingen, da brauche ich Level 2, habe ich nicht. Also ich habe 2 Dinger gecraftet, 3%. Bis jetzt ist mir da noch nichts untergekommen. Bin aber noch am Anfang. Solange ich nicht den Heiler spiele. Ne, da wollte ich nicht dran. Ich wollte zu dem hier. Denn der Heiler ist. Nee. Das ist also Solo-Spiel ist der Heiler echt so schnarchig, ey, so lange. Ja, ich werde jetzt gerade gefragt, ob Wizard oder Blader. Ja, gute Frage. Also wenn man den Wizard gegenüber dem Blader hinstellen würde, würde ich sagen, dass der Blader gewinnt, denke ich mal. Ah ja, so ein Rush-On, der kann also an dich ran und haut dir dann direkt 5 Dinger um die Ohren. In der Zeit musst du weglaufen. Wenn du dich wegbeamst, beamt er sich hinterher, weil die Skills alle ähnlich sind. Also zumindest vom Blader zu Wizard. Man würde jetzt zwar sagen, nein, der eine schießt mit Feuer und der andere, der macht dies oder macht das. Aber wir haben auch einen Stun, der steht nicht dabei, glaube ich, oder? Ob hier irgendwie mit Stun drin. Auf jeden Fall könnte er den auch stunnen, hinhüpfen. Was krass ist, ja, was richtig krass ist am Wizard, ich weiß nicht, ob das im PvP so bleibt, deswegen steht ja nichts dran. Aber der hat einen 6-Sekunden-Freeze. Ja, wie ist der bekloppt bei? Der kannst du. Der friert, der kann eine Gruppe einfrieren und der hat nochmal einen Single Freeze. Also der ist richtig, richtig übel. Danach hat aber diese Person oder dieser Mob Immunität gegen Stun, Verlangsamung und so weiter. Daher, ich bin mir da nicht so sicher. Deswegen spiele ich ja auch als drittes nochmal einen Wizard. Und der Wizard haut da dann halt doch wirklich was rein. Also One in One ist der Wizard richtig gut drauf. Hey Taiko!
Ja, ich werde jetzt gerade von Taiko gefragt, ob das immer noch Lückenfüller ist. Nein, Kabal ist natürlich kein Lückenfüller. Würde ich jetzt nicht so sagen. Aber man. Wir warten noch, ne? Wir warten einfach noch. Also es fehlt definitiv einiges an Zeug, einiges an Handling, einiges an Sachen, die mir einfach fehlen. Aber es gibt Sachen, die sind einfach geil. Der Wizard ist einfach geil, ja. Der Forceblader ist einfach geil. Aber wenn ich den Heiler, ich habe den Heiler gestern 2,5 Stunden gespielt für 1,5 Level und habe gedacht, Alter, ey, du kriegst ja die Krise. Ja, also Spezialisierungen gibt es so jetzt nicht. Ja, du kannst alles skillen. Du hast natürlich deine Skills. Und du weißt zum Beispiel, dass überall bei dem Forceblader zum Beispiel Critical Bonus irgendwie drauf ist, ja. Also sein Set Equipment, ja, dass alles All Attack und alles Critical Trefferchance ist, ja. Das siehst du einfach auf den ganzen Set-Dingern und so, dass das sein Hauptpferd ist. Und deswegen setzt du ja auch da drauf. Ja, wenn du also skillst und sagst, du gehst jetzt bei dem auf Heilung, wäre es ja schon blöd, ja. Wäre es Heal Power and Leech, dann wäre das richtig fett. Dann würde ich überlegen, vielleicht 50-50, ja, dass du dann hier nicht nur zwei, da müsste man das in Prozente machen, Heal Power 2% erhöht und auch Leech 2%. Ja, also das wäre dann witzig, ja. Aber so gehst du eigentlich auf, also ich habe alle auf Critical geskillt, weil einfach die 50% Damage einfach mehr sind als 2 Angriff. Ja, das ist dann, also dann packst du die Dinger hier drauf und dann hast du immer schön 50% Schaden mehr, wenn du dann nachher mit der richtig fetten Waffe, sagen wir mal, ich mache jetzt gerade, ich kann euch doch mal zeigen, ey, ich mache jetzt gerade unheimlich viel Damage. Und wenn ich dann nachher, kann auch eigentlich darüber beamen, ne? Ja. Und wenn ich dann nachher zum Beispiel 5000 Damage mache, ja, und ich skille mir dann 2 Punkte da rein, ja, dann sind das ja 2 Punkte pro Level, kriegst ja 2 Punkte, sind das 4 Schaden mehr. Das ist ja gar nichts. Das ist bei Crit machst du dann für 5000 7500 Damage. Also würde ich niemals, nicht jetzt gerade, ja, dann müssen das auf 5 Punkte oder so erhöhen, ja. Also pro Punkt, dass man 5 Punkte Angriff kriegt oder so. Ich weiß nicht, ob da irgendwo eine Skalierung hinter ist oder so, die das dann wieder wettmacht, aber das geht gar nicht. Also beim Forceblader Critical Chance, weil der auch überall Critical Chance drauf hat, der macht, also ich mache zum Teil 10-mal hintereinander einen Crit. Ich sehe hier gar nichts, da ist ein Mob. Ja. Aber das ist einfach geil, ja. Also ist, mit dem Heiler musste ich hier 7-mal drauf schießen oder so, ja. Ich kann ja mal die Basis-Attack nehmen und euch das mal zeigen hier. Zum Beispiel hier, wenn ich hier den kleinen Scheißer nehme, Basis-Attacke, ja. Da 3 Crit, 4 Crit, kein Crit, 5 Crit. Ja, also das ist dann, ja, von 6 Hieben hast du dann nur einen, der nicht kribbelt. Natürlich auch öfter mal nicht, ja, aber das ist schon, ja, du brauchst ja nicht mal mehr Skills mit dem, weil er so stark ist. Hi, Blackstone. Und deswegen würde ich halt so einen Kollegen hier immer auf das spezialisieren, wo er drauf ausgelegt ist. Aber so gibt es hier keine Möglichkeit, ihn jetzt in Einhand oder Zweihand oder sowas zu ändern. Das, so eine Spezialisierung gibt es hier nicht. Meine Fresse wird hier gespammt, ey. Ja, jetzt müssen wir da runterlatschen. Was haben wir denn hier? Wir haben ja noch lauter Dailies. Am Anfang macht man am meisten XP mit diesen ganzen Dailies. Ich würde den Launcher durchlaufen lassen, beziehungsweise komplett durchpatchen lassen, weil er eben auch noch patchen muss. Unter anderem gab es ja auch mehrere DDoS-Angriffe. Und daher musste hier halt auch einiges neu gemacht werden. Aber ich wusste das. Ich habe am Anfang schon gemerkt, so wie der Server lief, da habe ich schon zu meiner Frau gesagt, hier wird schon wieder angegriffen. Ja, also das sind definitiv DOS-Angriffe. Ja, hat sich ja dann nachher bestätigt. Ja, jetzt, wo wir gerade bei der Diskussion sind bezüglich Installation des Spiels.
Ich habe jetzt die letzten 3 Tage das Spiel 5, 6 Mal neu installiert, unter anderem auch mein ganzes System mit 7,5 Terabyte. Also ich habe hier keinen kleinen Computer, sondern ne, 3 Monitore und so ein Scheiß. Und man sollte das Spiel immer mit in den Ordner packen, Rechtsklick als Administrator starten. Denn es gibt viele Dateien, die müssen einfach Sachen verändern, ja, oder hinzufügen, damit zum Beispiel Sachen wie DirectX richtig funktionieren. Ja, es gibt Verlinkungen. Das Spiel verlinkt sich mit dem Betriebssystem oder mit den Daten, die das Betriebssystem zum Laufen bringen. Und deswegen muss man das als Administrator ausführen, sonst sind diese Verlinkungen halt nicht vorhanden. Wie zum Beispiel NetFramework zum Beispiel. Viele machen den Fehler und können dann zum Beispiel viele Programme nicht benutzen. Unter anderem haben auch viele Spiele dann ein Problem damit. Was soll ich denn hier machen? Ja, darunter. Ja, unter anderem dann halt immer durchlaufen lassen, patchen lassen und wenn es dann nicht funktioniert, neu runterladen. Und ich kann euch sagen, ihr müsst das Spiel nicht wegschmeißen oder so. Ich habe vorhin die Festplatte, also ich habe das runterkopiert einfach, das Installationsverzeichnis, habe es auf eine andere Festplatte getan, ja, 4 Terabyte, kannst du einfach mal draufklatschen, habe dann Windows neu gemacht, habe diese Festplatte, wo dann 70 Spiele drauf waren, habe ich formatiert, einfach zurückgepackt und dann sagt er, es fehlt eine MVS-DLL-Datei. Und dann habe ich gedacht, okay, Launcher runtergeladen, einfach draufgetan, man braucht ja nur starten, dann sagt er, wohin, also packt man in das Verzeichnis, wo diese 9 GB gerade liegen und dann installiert der genau darauf diese Verknüpfung, die ich gerade erwähnt hatte, wieder zu Windows und dann hat man eine Neuinstallation innerhalb von 10 Sekunden, ja, und das heißt, wenn er dann sagt, oh, hier ist aber ein Fehler, ja, weil halt der Launcher kaputt war, dann tut er das halt im Reparieren, ja, und daher, ja, gibt es eigentlich kein Problem damit. Bauen wir denn hier Atombomben oder was müssen wir hier absammeln, ey? Krium. Ah, müssen wir jetzt nach da hinten oder was? Jo. Das Quest-System ist ja auch sehr schön gemacht. Also ich finde, dass man hier zum Beispiel, wenn man drüber geht, sieht man ja immer, ah, hier, da muss ich noch den Mob wegkloppen. Ja, da sieht man dann halt, wenn man hier drüber geht, dann leuchtet halt hier auf dieser Invisible Map oder wie das Ding sich hier schießt, Wire Map, taucht dann halt dieser Punkt auf. Man kann da drauf gehen und sieht dann, ah, der Mob heißt King of Guardians oder die Quest oder natürlich auch der Mob, ja. Und man hat dann hier auch direkt das Teil, was man benutzen muss. Also es ist wirklich kein Problem. Was richtig, richtig, richtig scheiße ist, ist das hier. Ja, also das ist... haben die den mit Alkohol gefüttert oder was? Jetzt guckt euch mal an, wie der läuft. Ja? Über Stock und Stein und dann bleibt er stehen. Also das ist doch nicht normal. Dann läuft man wieder weg. Dann drückt man da wieder drauf. Und was macht der? Ja. Also er läuft wirklich manchmal so beschissen, ja, dass ich denke, in anderen Spielen sind ja Fixpunkte, ja. Also der wird ja mit Fixpunkten, die näher sind, verbunden. Also packt man die normalerweise auf den Weg, denn dafür haben die Entwickler den Weg ja auch gemacht, ja. Das heißt, wenn ich jetzt hier stehe, sollte der Fixpunkt eigentlich hier über den Weg laufen, ja. Also der Druck da drauf verbindet einen mit dem Fixpunkt und der verbindet dann mit dem nächsten. Und hier, ey, guck, ey, der läuft manchmal, ne. Da denkst du, was soll der Scheiß? So. Hier müssen wir jetzt mal den Vogel rufen. Am Vogelfels. Man sieht das hier schön. Der Fels sieht aus wie ein Geier. So, die möchte, dass ich in eine Party einnehme. Das können wir gerne machen. So, hier, kann ich mal zeigen. Also das ist ja, als Quest-Mob ist das A, kein Boss und B, sind die Dinger so schnell wegzuknallen. So, kann man das, brauche ich das hier, Hawkstone? Nee. Glaube ich nicht. Die Dinger hier sind für die Dailies gedacht. Also die muss man dann kaputt kloppen, dann entsteht ein Riss in die Unterwelt. Wir kennen das ja mittlerweile, ja. Also alle Spiele zurzeit machen das gerade so mit Rift, ja, hat einen Riss in der Zeit und hier hat man den Weg in die Unterwelt. Und daher, ja, haben die das dann hier so gemacht. Aber ich brauche das, glaube ich, nicht.
Man kann hier auch schön und runter scrollen in der Liste. Was scheiße ist, dass man sterben kann, wenn man irgendwo runterläuft. Also das heißt, wenn ich jetzt hier runterspringe, kann es sein, dass ich davon sterbe. Ja. Da, 425, direkt zur Hälfte im Arsch oder so, ja. Also jetzt hat man auch gerade hier gesehen, trotzdem wurden die Lebenspunkte, die ich abgezogen. Und jetzt aufpassen, niemals den Priester spielen, der ist völlig verbuggt. Der Priester hat einen Recast Boot Loop. Das heißt, wenn ich zum Beispiel bei ihm schieße, der hat ja seine Skills und dann musst du ja 3, 3, 3, 3 drücken und dann macht er irgendwann der kann dann seine Skills nicht mehr usen. Da muss man aufhören, damit das Ding wieder in Cooldown geht. Das ist, es ist nervig. Also zum Teil sind hier wirklich Sachen, wo ich mir an den Kopf packe. Das heißt, wenn ihr euch dann als Heiler heilen wollt und das dann in diesen Heal-Loop kommt, stirbt ihr, dann verreckt ihr. Weil ihr einfach aus diesem scheiß Bootloop nicht mehr rauskommt, von diesem scheiß Skill. Muss man ja die Welt vorwarnen, ey. Also ich bin schon 30 Mal verreckt, ja. Da hast du dann irgendwie so ein Quest, ein Boss-Mob und so. Und dann drückst du da drauf und dann macht das nur... Ja, und denkst du, was, Alter? Da musst du stehen bleiben. Da muss das Ding in Cooldown gehen. Deswegen nimmt sich auch kein Mana ab. Ich vermute, dass es oben an der Anzeige liegt. Dann hast du kein Mana mehr. Und dann kannst du zwar drauf drücken, aber der Skill castet nicht, weil du kein Mana hast oder so. Also das ist ganz komisch. So, und wieder ein Anruf. Kurz AFK.